So Leute, mal sehen. Mal sehen. Ich bin jetzt draußen auf meinem Hof. Da sieht man meinen Hund auf dem Beifahrer auf dem zweiten Sitz. Ich will mal kurz nach draußen gehen. Husch, husch. Mein Pächter ist jetzt raus. Guten Tag. Mein Pächter hat sich aus dem Hof vermacht. Ja, dann mache ich mal so ein bisschen anders hinstellen. Heute kommt mein Hund rausgeschossen. Packe euch mal ein bisschen weg, weiter weg. So, das im Hintergrund ist mein Innenhof. Hinter mein Reisemobil. Liegt noch kleiner Wohnwagen. So, dann gehen wir mal ein bisschen. Das ist ein Zwischenweg, der geht durch hin zum Agrarbereich. So, jetzt kommen wir hier auf den Agrarbereich. Da hinten ist das Grundstück zu Ende. Und hier fängt jetzt der Hauptbereich an. Ich gehe mal dahin. Da ist jetzt mein Pächter raus, Gott sei Dank, endlich. Und guck mal nach, wie spät es ist. Spät haben wir es denn? 1 Minute 39, ja. Wo ich hier jetzt gerade bin, habe ich heute den Zaun weggenommen. Nochmal zurück. Bis dahin, dahin fängt das Grundstück an, ein Stückchen länger. 3 Meter weiter. Hier habe ich heute zwei große, ich drehe mich mal, zwei Bäume rausgenommen. Nimm mal die Holunder. Die sind so ausgespreizt, habe ich gesagt, die brauche ich nicht mehr. Ich habe so viel davon. Jetzt gehe ich ein bisschen zum Ende des Grundstücks. Ich habe auch keine Lust mehr, 5 Minuten, bla bla bla. Also das ist der Agrarbereich, wo ich dann vorbeilaufe. Schweinestall für 12 bis 16 Schweine. Hier ist der Kuhstall, da waren 7 Kühe drin. Mal reingucken. Das ist der Kuhstall. Na egal. Jetzt gehen wir hier bis, wo die Garagen für die Traktoren waren. Lang. Was machst du denn da? Siehst du denn da? Der Hund sieht irgendwas unterm Tor. Ist da ein Hund oder eine Katze? Ja, egal. Hier sind hinter mir die Tore. Das eine Tor für die großen Traktor. Und da hinter mir ist Eingangsbereich. Da ist der Hintereingang. Jetzt hier mal kurz gucken, wo mein Hund so guckt. Dann kletter ich mal hier auf ein paar Steine drauf. Zur Endmauer. Und guck mal hoch. Ach, da sind ein paar Kühe drüben. Zeige ich euch mal. Hier ist die Hinterstraße. Ich drehe euch mal einmal rum. So, da ist die Straße. Da haben wir mal die Kühe drüben. Gehen wir runter. Ja, kann ein bisschen holprig werden. Zack, zack. So, jetzt gehen wir mal hier weg vom Agrarbereich. Neben mir eingelagert Hölzer, die ich letzten Herbst und jetzt abgeschnitten habe. So ein großer Unterstand hier, wo ich langläuft. Da können so 3, 4 Traktoren, 5 Traktoren drunter stehen. Na, ich bin froh, dass der Pächter weg ist. Er ist geflüchtet. Als ich ihm sagte, dass ich eine Anzeige vom Landratsamt habe, wegen Dachziegel aufs Dach auf die Straße gefallen. Wie spät haben wir das? 4 Minuten 30. Gleich haben wir die Runde vorbei. Komm mal raus da! Mir! Da ist ein Bach. Hier, da unten ist ein Bach gewisser zweiter Ordnung. Läuft hier, läuft man jetzt parallel dazu. Jetzt hat er die schwarze Katze erwischt. Hier habe ich so 4 große Katzen. Ich lasse mal ein bisschen laufen. Einmal ganz rumgehen. Das ist hier eine große Wiese, die ich habe. Da könnte man sehr gut Kartoffeln
und hast du nicht gesehen, anpflanzen. Ich gehe mal jetzt, da sind immer drüben die ganzen Agrarbereiche, wo Schweine die Stallung waren. Jetzt gehen wir mal hier die Wiese runter. Wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir hier, Hund macht einen Haufen. Jetzt hinter mir, seht ihr gleich, da unten, seht ihr das? Da ist ein Bach. Da unten ist ein Bach. Ein Gewässer zweiter Ordnung, Abwasserbach, kommt von Hügeln runter. Lass mal die Katze da. So, jetzt sind wir einmal rumgelaufen. Wir waren noch nicht in der alten Scheune. Da hinten das Gebäude vom Nachbarn. Ja, das ist die alte Scheune, die eingefallen war. Ein Riesending, 380 Quadratmeter. Leider manipuliert worden, der Einsturz, aber kann man nicht ändern. Ich pack mal ein Stück Holz hinten mit. Hinten drunter hier auch das. Naja, da klopfen meine Nachbarn. Soll ich lasse klopfen. Ich höre noch auf zu klopfen. Ich pack das mal hier ein bisschen. Abgeschnittene Hölzer. Kommen hinten in den Abstellbereich, wo es trocken ist und wo es dann klein geschnitten wird. So. Machen wir ein bisschen höher, dass wir noch mal hinter mich gucken können. Über mich. Komm mal da raus. Na! Hier der Hund. In dem Ehe, hält sich dann im Ehe über den Taubenstall auf. Na egal. Lass uns mal wieder reingehen, Hund. Es ist kalt. Ich lasse euch mal ein bisschen länger. So. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die Tonqualität ist. Hund ist irgendwo hinter mir, neben mir. Komm mal her, Hund. Ja. Oh, ich drehe mal nochmal. Der hat so ein Fischauge, das Ding. Das ist der Agrarbereich. War früher mal eine LPG. Vorne haben vier Familien gewohnt. Hier ist die Güllegrube, die eigentlich nicht hätte da sein dürfen. Naja, die hat er sich aber da hingelegt. Ich meine, 16 Schweine machen viel Urin und viel Kot. Ja, ich muss ja vorbereiten im Frühling, den ganzen Bereich. Hier habe ich eine Menge Gras, Menge schöne Pflanzen. Ich gehe mal bis zum Ende. Hier unten läuft ein Wassergraben, wie hinter mir. Wo ist der? Da hinten ist der oben Hubschrauber. Ja. Ich finde das sehr schön, das Grundstück. Schönes großes Grundstück. Packen wir euch noch mal ein bisschen weiter weg. So, dann könnt ihr mir sehen. Ich drehe mich mal. Könnt ihr hinten die schöne kleine Kirche sehen. Seht ihr da hinten? Das kann man die sehen. Wo ist denn die kleine Kirche des Nachbarhauses? Irgendwo ist eine Kirche. Ach, scheiß drauf. Ja, jetzt sind wir bis zum Ende meines Grundstücks. Bis zu dem Baum. Ich drehe mich mal um. Der Baum. Dahinter, der Baum. Denn hier vorne, der kleine Baum. Der abgestorbene Baum. Egal, das ist jedenfalls das Grundstück. Da oben habe ich mit jemandem am Dach repariert. Da oben, wo so was Weißes drin steht. Da haben wir 50, 60 Dachziegel mit Balken neu ziehen müssen. Das war letztes Jahr im Sommer. Also ich mache, ist ein kleiner Rundgang. Ich mache vielleicht mal den nächsten Mal wieder einen anderen Durchgang. Ich würde es am liebsten, hätte ich mal dieses Ding angebracht am Kopf. Wie so auf dem Helm oder sowas. Also hier hinter mir läuft, ich bin auf so einer Brücke, die geht über so einen Graben. Vor allem, wenn richtig Hochwasser ist. Komm mal rein, Hund. Komm rein. Na komm. Komm her. Komm. Jetzt bin ich hier. Also ich hab das noch nie gemacht.
Ist jetzt ein ehemaliger Durchgang, da war noch Heuboden drüber. Hier ist ein bisschen Heu neben mir. Rechts neben mir ist ein bisschen Heu vom letzten Jahr gelagert. Und jetzt gehen wir mal. Ein riesiger Geflecht. Was hat der? Weiß nicht. 500 Quadratmeter, der Innenhof. Naja. Hier neben mir Scheune. Wir waren früher Dachböden, große Dachböden und eine große Wäscherei. Früher war das auch Stallung. So, jetzt sind wir bis zum Haupteingang des Hauses. Das ist das die Tür vom Haus. Treppe geht da hoch, war mal ein Brandanschlag drauf. Naja, Kinder spielen immer gerne. Ich verabschiede mich, gehe nochmal zum. Geht mal auf die ehemalige Güllegrube, auf der ich eine Pyramide in der Größe bauen will. Ich sag mal, hier ist die Pyramide, hier ist der Kreis. Da drauf kommt, wird eine Pyramide gebaut. Ich drehe mich noch mal einmal in der Mitte des Kreises, damit man den Mond noch mal sieht. Ein bisschen weiter weg. Haben wir ein Reisemobil. Und jetzt sage ich, Leute, bis die Tage. Und tschüss. Warte, gehen wir aus.